Die Bornimer Feldflur ist bei Potsdamern und Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Die in Deutschland einzigartige Kulturlandschaft lockt mit einem weit verzweigten Netz aus Rad- und Wanderwegen. Damit sich die Besucher hier gut zurechtfinden, wurden jetzt alle 15 Infotafeln und 30 Wegweiser im gesamten Erholungsgebiet erneuert. Die Schilder wurden zum ersten Mal 2000 aufgestellt, in Vorbereitung auf die Buga 2001. Haben von daher schon einige Jahre auf dem Puckel. Durch die Witterung, aber auch leider durch Vandalismus, war eine Sanierung dringend notwendig. Ja, die intensive Beschilderung mit den insgesamt 45 Schildern dient dazu, sich zum einen zurechtzufinden in der 900 Hektar großen Bornimer Feldflur und sind natürlich sehr interessant für den Ausflügler, für den Familienausflug, um sich auch über bestimmte Themen, zu denen man sich fachlich hier in der Feldflur informieren kann. Die Bornimer Feldflur entstand 1844 nach den Ideen von Peter Josef Lené. Zwischen 1996 und 2005 wurde das Areal in Anlehnung an die historischen Pläne neu gestaltet. Heute ist die Feldflur nicht nur Erholungsgebiet für Wanderer und Radfahrer, das Areal wird auch für Landwirtschaft und Obstanbau genutzt.